Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die Implementierung des Chinese Postman-Problems im Valhalla Routing Engine. Mein Name ist Andreas Jobst und ich bin heute der Vortragende. Für die technische Umsetzung war mein Kollege Ismail Sunni verantwortlich. Wir fangen an mit einer kurzen Vorstellung von Camp to Camp. Dann schauen wir uns das Projekt HDAS Routing Plugin etwas genauer an. Denn als Teil dieses Projekts ist die Erweiterung Chinese Postman entstanden, um die es heute primär gehen soll. Gut, eine kurze Vorstellung von Camp to Camp. Für die, die unter Ihnen die Camp to Camp noch nicht kennen, Camp to Camp ist ein Dienstleister im Open Source Bereich. Wir sind seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig. Sind mittlerweile über 140 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Im Geospatial Team sind wir mittlerweile über 40 Mitarbeiter. Neben Geospatial bieten wir auch Lösungen in den Bereichen Business und Infrastruktur an. Im GIS-Bereich arbeiten wir in verschiedenen Technologien, sind dort auch Contributor oder Committer. Im Frontend-Bereich wäre Open Layers zu erwähnen, auch das Map-Framework GeoMapFish und die Drucklösung MapFish Print. Wenn wir mit Geodateninfrastrukturen und Metadaten arbeiten, dann nutzen wir häufig die Technologien GeoNetwork oder GeoOrchestra. Und im Desktop-Bereich machen wir Plugin-Entwicklung und auch Core-Entwicklung bei QGIS und QGIS Server. Gut, nun zum Projekt CADAS Routing Plugin. Für die unter Ihnen, die CADAS nicht kennen, CADAS ist eine vereinfachte Desktop-GIS-Lösung, die auf QGIS aufsetzt. Und dafür wurde in einem Projekt ein Routing-Plugin entwickelt. Dazu gibt es auch einen Vortrag, den wir auf der FOSGIS 2021 gehalten hatten. Genau, der Auftraggeber ist Amaswiss. Der Source-Code kann über den GitHub-Link, den ich da hineingesetzt habe, eingesehen werden. Und es handelt sich um eine Offline-Routing-Lösung. Ja? Als Routing-Engine nutzen wir Valhalla. Die User-Interface ist dann eben der Routing-Plugin, den wir für CADAS entwickelt haben. OpenStreetMap-Daten sind die zugrunde liegenden Daten. Und von der Hardware her benötigt man einen Laptop mit externem oder integriertem GPS. So, warum haben wir uns für Valhalla als Routing Engine entschieden? Wir haben uns eine Reihe von Routing Engines angesehen und Valhalla erschien uns aus unterschiedlichen Gründen als am geeignetsten. Valhalla ist erprobt mit Open Data. Das war ein großer Pluspunkt, hat ein vereinfachtes Datenmodell. Es nutzt sogenannte Graph-Tiles. Diese sind vergleichbar mit Vector-Tiles. Ja, das ist ein Valhalla-proprietäres Binärformat. Und mit diesen Graph-Tiles haben wir eine verbesserte Auslastung des Arbeitsspeichers. Und sie eignen sich insbesondere für die Anwendung des Offline-Routings. Valhalla verfügt auch über eine Time-and-Distance-Matrix, also dieser Zeit- und Distanz-Matrix-Dienst ist eine essentielle Komponente für Routing mit vielen Zwischenzielen, aber kann auch verwendet werden, um einen der Teilalgorithmen des Chinese Postman-Problems zu ersetzen. Das werden wir später noch genauer sehen. Dann haben wir eine steigende Anzahl an Integratoren vom Valhalla-Projekt.
Neben nun Amaswiss zählen dazu Mapillary, Mapbox, Tesla und Sidewalk Labs. Und natürlich ist auch noch zu erwähnen, dass Valhalla unter einer MIT Open Source Lizenz steht, was es demnach geeignet macht für ein Open Source Software Projekt. Valhalla ist aktiv. Es gibt Neuentwicklungen wie das Indoor Routing, was für die Navigation und die Berechnung einer Route innerhalb von Gebäuden genutzt werden kann. Es gibt nur eine Konfiguration, mit der man den Zustand von Straßen, von Bauarbeiten auf Straßen berücksichtigen kann. Und es gibt auch Support für die Wahrscheinlichkeit von Restriktionen auf einem Streckenabschnitt. Kurz nochmal der Routing-Plugin, von dem aus die verschiedenen Funktionen und dann eben auch die Berechnung der Chinese Postman-Route angesteuert werden können. Wir haben bestehende Funktionalitäten wie Isochronen, Isodistanzberechnung, die Standardroutenberechnung von A nach B und die Routenberechnung mit Zwischenzielen. Bei dieser, sage ich mal, Standardroutenberechnung kann man schon Sperrzonen berücksichtigen. Und wir haben eine Navigation eingebaut. Ein Datenportal kann dann genutzt werden, um zusätzliche Datenpakete von Regionen herunterzuladen. So, nun aber zur Erweiterung, Chinese Postman-Problem. Das Chinese Postman-Problem ist auch bekannt als Briefträgerproblem. Und um was geht es? Im Wesentlichen geht es darum, wenn man eine Region oder ein Polygon definiert, dass sämtliche Abschnitte des Wegenetzes, das innerhalb von diesem Polygon liegt, befahren werden müssen. Und es soll nicht nur irgendwie befahren werden, sondern die zurückgelegte Strecke oder Zeit soll dabei minimiert werden. Wir arbeiten aktuell nur mit der Minimierung der Zeit. Es gibt vielfältige Anwendungsfälle. Neben der Lösung für die Zustellung von Post wäre die Straßenreinigung ein Anwendungsfall, die Durchführung von Patrouillen oder die Befahrungen für Street-View-Aufnahmen. Man unterscheidet dann in den Anwendungsfällen, ob es wichtig ist, einen Streckenabschnitt einseitig oder beidseitig zu befahren. Und häufig, wie zum Beispiel im Fall einer Evakuierung, muss ein Streckenabschnitt beidseitig befahren werden. So, hier kurz zur Theorie. Eine ausführliche Beschreibung des Chinese Postman-Problems findet man auf diesem Link der Technischen Universität München. Das Chinese Postman-Problem lässt sich über drei zentrale Algorithmen lösen. Der erste wäre der Floyd-Warshall-Algorithmus. Dabei wird für jeden Knotenpunkt der kürzeste Pfad zu allen weiteren Knoten berechnet. Dann geht man in die Hungarian-Methode, die findet dann die optimalen Paare bzw. Matchings und schließlich die Hierholzer-Methode. In der Hierholzer-Methode wird die Euler-Tour gefunden und erstellt und die Euler-Tour ist eigentlich nichts anderes als die korrekte Reihenfolge sämtlicher Matchings, die von der Hungarian-Methode berechnet wurden. Und bestimmte Kriterien müssen eben von der Euler-Tour erfüllt werden, also alle enthaltenen Kanten müssen enthalten sein, damit sie auch befahren werden können und die Summe der Kosten von diesen Kanten muss minimal sein. So, jetzt schauen wir uns das Diagramm an, wie wir das Chinese Postman-Problem implementiert haben. Es gibt am Anfang zwei Möglichkeiten. Man muss zwischen dem idealen Graphen und dem nicht idealen Graphen unterscheiden. Was ist ein idealer Graph? Ein idealer Graph
ist dann ein idealer Graph, wenn sämtliche Knoten die gleiche Anzahl an eingehenden und ausgehenden Kanten haben. Ja. Hat man also einen Knoten in dem gesamten Netz, der zum Beispiel drei Knotenpunktarme hat, haben wir schon keinen idealen Graph. Hätten wir einen idealen Graph, kann man die Schritte in dem blauen Rechteck überspringen und direkt zum Hierholzer-Algorithmus gehen. In der Realität ist es aber sehr selten. Also zum Beispiel bei einem realen Straßennetz hat man sehr häufig Knoten mit ungleichen eingehenden und ausgehenden Kanten. Und dann muss man, weil der Hierholzer-Algorithmus wirklich nur mit idealen Graphen arbeiten kann, aus dem nicht idealen Graphen künstlich einen idealen Graphen machen. Man findet dann also erstmal die Knotenpunkte, die ungleich sind, berechnet dann die Kostenmatrix zwischen den unbalancierten Knotenpunkten. Und hier ist eben wichtig zu sagen, dass dieser Floyd-Warshall-Algorithmus, der dafür zuständig ist, von dem Valhalla-internen Zeit- und Distanz-Matrix-Dienst oder Kostendienst abgelöst wurde. Darauf werden dann eben, wie vorher schon gezeigt, von der Hungarian-Methode die Matchings gebildet und an den Hierholzer-Algorithmus übergeben. Hier nochmal eine andere Ansicht, die auch ein bisschen genauer die Routenberechnung zeigt, wie sie dann im Zusammenspiel mit dem Plugin funktioniert. Wir definieren im Plugin die verschiedenen Eingabeparameter, die sehen Sie oben, also Startpunkt, Endpunkt, die Polygone, die vermieden werden sollen, die sogenannten Sperrzonen, das Chinese Polygon, also das Polygon, das zu befahrende Streckennetz enthält, und die Definitionen für das Costing. Beim Costing, also bei für die Kostenberechnung relevanten Parameter, berücksichtigen wir je nach Fahrzeugtyp verschiedene Parameter. Ja. Also Geschwindigkeit zählen dazu, aber auch beim Fahrzeugtyp LKW die Breite, Höhe und Gewicht, weil es eben sein kann, dass das Fahrzeug auf bestimmten Streckenabschnitten nicht fahren darf. Genau. Wir extrahieren dann die Kanten von den zu umfahrenden Polygonen, also den Sperrzonen, und die können dann eben weggelassen werden, weil sie ja nicht befahren werden sollen. Und aus dem Chinese-Polygon werden die Kanten zur Befahrung herausgezogen. Daraus, aus diesem Input, wird dann der Chinese-Postman-Graph erstellt und darauf gehen wir dann in die Teilalgorithmen, die wir vorher schon gesehen haben. Valhalla, wenn der Euler-Cycle berechnet wurde vom Hierholzer-Algorithmus, also die Euler-Tour, liefert dann diese Euler-Tour in der Form einer JSON-Datei. Und so sieht diese JSON-Datei aus. Also man könnte auch sagen, es handelt sich um eine Turn-by-Turn-Anleitung mit den einzelnen Manövern. Oben sehen wir die Koordinaten des Startpunkts, dann des Endpunkts oder des Ziels. Und dann sehen wir hier ein Beispielmanöver, also mit einer relativ genauen Anleitung, welcher Straße man folgen soll, soll man nach links, nach rechts abbiegen und so weiter. Und für jedes Manöver hat man auch die geschätzte Zeit, die es braucht, diesen Streckenabschnitt mit dem jeweiligen Fahrzeugtyp zu befahren. Wir haben hier eine Länge, Einheit ist hier Kilometer, und
den einheitslosen Kostenparameter. Und so wird es dann für jedes Manöver einzeln bereitgestellt. So, hier sehen wir das Ergebnis in CADAS. Unten ist die Eingabemaske. Hier wurde eben ein Startpunkt und ein vom Startpunkt abweichender Zielpunkt erstellt. Wir haben hier den Fortbewegungsmodus oder Fahrzeugtyp Fußgänger. Es wurde eine Sperrzone definiert und man sieht, wie sämtliche Abschnitte des Wegenetzes abgedeckt wurden von unserem Chinese Postman Problem Solver. Und was noch vielleicht wichtig ist, man sieht es in dem Fall nicht, dass höchstwahrscheinlich die meisten dieser Streckenabschnitte mehrfach abgedeckt sind. Wir haben dort also viele Linien übereinander. Bei zweispurigen, also Straßen mit Gegenverkehr sowieso, aber manchmal muss eine Straße auch 3 oder 4 Mal befahren werden, um möglichst effizient sämtliche Streckenabschnitte in diesem Polygon zu befahren. So, noch ein bisschen was zum Thema Theorie versus Praxis. Wir haben eben bei der Implementierung gemerkt, dass es oft Fälle gibt, die eine Erweiterung notwendig gemacht haben. Hier ist ein Fall gezeigt. Also wenn manchmal ist der Fall, dass Teile des Wegenetzes nur von außerhalb des Gebiets erreichbar sind. Dieser Fall ist auch gar nicht so selten. Er tritt zum Beispiel bei Einbahnstraßen, die im Randbereich von dieser zu befahrbaren Region liegen, auf. Und wie Sie im unteren Beispiel sehen, muss man eben das Polygon verlassen, um einen gewissen Streckenabschnitt von außen dann zu erreichen. Wir haben hierfür die Standard-Routing-Funktion von CADAS aufgerufen. Die macht dann eine iterative Berechnung, um wieder die optimale Verbindung von dem Streckenabschnitt, auf dem man das Gebiet verlässt, und dem Streckenabschnitt, auf dem man das Gebiet wieder betritt, zu berechnen. Und genau, das ist in diesem Fall hier aufgezeigt. Dann ist noch ein weiterer Punkt, wo noch in Arbeit steht aktuell. Die Standardnavigation funktioniert nicht auf der Chinese Postman Route. Also die Standardnavigation von A nach B oder mit Zwischenzielen ist ungeeignet. Und im Folgenden sind 3 der zentralen Punkte, warum es mit dieser Standardnavigation nicht geht. Man braucht eine Art Memory, eine Art Gedächtnis. Ja? Also bereits befahrene Abschnitte, die müssen erfasst werden, weil man ja bestimmte Abschnitte mehrere Male befährt und von der weiteren Navigation ausgeschlossen werden. Dann ist noch wichtig, die Navigation U-Turn kompatibel zu machen. Aktuell haben wir den Fall, wenn man zum Beispiel an einen Eckpunkt im Netz kommt, dort umdrehen soll, dass die Navigation sich verliert, weil sie zwischen übereinanderliegenden Kanten nicht unterscheiden kann. Ja. Solche übereinanderliegenden Kanten haben dann die gleiche Geometrie und Lage, und dann kommt eben die Navigation ins Stocken. Das muss also auch noch gelöst werden von einer Navigation, die Chinese Postman kompatibel ist. Dann vielleicht was aus der direkten Anwendung. Man braucht eine sehr hohe oder relativ hohe GPS-Genauigkeit, weil man ja
teilweise bei kurzen Streckenabschnitten muss die Software erkennen, dass man dort war, dass dieser Streckenabschnitt befahren wurde. Und das gilt eben auch insbesondere bei der Doppelbefahrung, also wenn Straßen beidseitig befahren werden sollen. Genau, jetzt kommen wir langsam zum Ende dieses Vortrags. Aktuell steht die Lösung des Chinese Postman-Problems in der Beta-Version. Der finale Review des Pull-Requests ist aktuell im GitHub von Valhalla einzusehen und wird hoffentlich bald abgeschlossen. Dann bedanken wir uns bei unserem Sponsor Armaswiss und bei der Valhalla Community. Und ja, bevor wir jetzt offiziell zum Ende kommen, wollte ich noch sagen, dass Sie die Fragen natürlich jetzt direkt im Anschluss stellen können über das Chatformular. Wenn Sie sich aber lieber persönlich mit uns austauschen wollen, können Sie gerne unseren Expo-Raum nutzen. Den finden Sie bei sich im Menü links unter Kanäle. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas, für deinen spannenden Vortrag. Zwei Fragen haben sich hier eingeschlichen. Die erste Frage, ob der Chinese Post, das Chinese Postman-Problem auch mit mehreren Postmen berücksichtigt wird von eurer Lösung. Genau, wir haben tatsächlich diesen Anwendungsfall, wir hatten darüber nachgedacht. Speziell in diesem Projekt war das jetzt nicht Teil der Anforderungen, darum haben wir das auch nicht verfolgt. Aber ja, also ich verstehe das so, man definiert ein Gebiet und will zum Beispiel mehrere Polizeibeamte haben, die dieses Gebiet patrouillieren sollen. Und ja, aber wir sind bis jetzt, wir haben das noch nicht implementiert. Wir haben immer den Ansatz, dass zwischen jetzt Agent oder Postbote und Gebiet eine 1:1 Beziehung besteht. Und man müsste jetzt aktuell eben für jeden, so wirklich jedem Befahrer sein eigenes Gebiet zuweisen. Es wäre aber ein interessanter Ansatz, würde es sicher noch deutlich komplizierter machen, wenn die sich das Gebiet aufteilen müssen. Aber das wäre dann vielleicht was für 2.0. Der Pull-Request, wir haben vorher nochmal geschaut, ist immer noch nicht ganz durch. Aber ja, wenn es da mal durch ist, dann könnten wir über sowas auch nachdenken. Schön. Und falls jemand Anwendungsfälle bereits kennt oder Beispiele, dann wären wir natürlich daran interessiert. Also, okay. Ja, gleich noch der zweite Sonderfall, der bei Navigation und Routing immer kommen kann. Gibt es die Möglichkeit, U-Turns zu vermeiden? Wahrscheinlich bezieht sich das auf das Problem, was wir erwähnt hatten, dass wir eben aktuell in der Navigation, im Navigationsmodus hängen bleiben. Gut, das wäre einmal auf der Datenebene möglich, das hatten wir überlegt, dass wir dort eben so definieren, dass man nicht umdrehen kann. Dadurch hat man natürlich dann zum Fall in der Realität, wo man es machen könnte, vielleicht nicht die effizienteste Route, also nicht ideal. Ein Workaround wäre vielleicht auch ein Avoid-Polygon dafür zu nutzen. Aber ich glaube, wenn man es wirklich jetzt so lösen wollen würde, müsste man es auf der Datenebene machen. In Valhalla haben wir da jetzt keine Option gesehen. Ja. Und die letzte Frage, die noch gerade reingekommen ist, ganz frisch. Wir haben jetzt gesehen, dass ihr immer relativ einfache Polygone, also einfach Bounding Boxes aufgezogen hattet, in denen ihr das Routing durchgeführt habt. Lassen sich da auch noch andere Gebiete auswählen? Hier sind Beispiele gebracht, hier, um dann nur für Bundes- und Landesstraßen in einem größeren Gebiet abfahren zu können. Okay, also dass man quasi sagt, so für Straßentyp. Dass man jetzt sagt, man will wirklich nur die Hauptstraßen abfahren.
Yeah, I actually, very good question. I will ask Ismail quickly. Ismail, we have a last question. Would it be possible to restrict the inside a polygon where we have to cover all the roads? Would it be possible to restrict the route to a street type? Let's say we only want to cover the main roads, like a highway or similar. I think there is an option in Valhalla that you can set like to avoid something. But once we do it, the algorithm will ignore that restricted road or street types. Okay, so it would be possible. Yeah, I think it's possible, like by doing some configuration in the vehicle type, vehicle like option, something like that. Okay, use the vehicle attribute, one of those attributes to force it to certain street types. Okay. Gut, dann sind wir mit der Zeit auch schon rum. Vielen Dank.